Zählt das Kurzarbeitergeld als Grundrentenzeit? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der Gesetzgeber hat uns ja mit dem Grundrentengesetz vorgegeben, was alles an anrechenbaren Grundrentenzeiten zählt oder nicht zählt. Als anrechenbare Grundrentenzeiten zählen zum Beispiel Pflichtbeitragszeiten, Kindererziehungszeiten, sogar Antragspflichtversicherungszeiten für selbstständig Tätige oder Pflichtversicherungszeiten, die Selbstständige nach § 2 SGB 6 zurückgelegt haben, Wehrdienstzeiten und vieles mehr. Was aber nicht als Grundrentenzeiten zählt, das ist ausdrücklich geregelt, sind die Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Hartz IV-Zeiten. Und jetzt die ganz entscheidende Frage: Zählt das Kurzarbeitergeld auch zu den Grundrentenzeiten oder nicht? Und wenn man jetzt sieht, woher das Kurzarbeitergeld kommt, nämlich aus dem Topf des SGB III, also der Arbeitsförderung, könnte man ja denken, wenn das Arbeitslosengeld als Grundrentenzeit nicht zählt, müsste ja an sich das Kurzarbeitergeld auch nicht als Grundrentenzeit zählen. Aber das ist natürlich völlig verkehrt gedacht, denn der Gesetzgeber hat in den Vorschriften des § 76 G SGB 6 ausdrücklich nur das Arbeitslosengeld 1 und Hartz IV und Arbeitslosenhilfe dort benannt als ausgeschlossene Grundrentenzeiten. Das heißt also, Kurzarbeitergeld oder zum Beispiel Insolvenzgeld, Schlechtwettergeld, Eingliederungsgeld und andere Dinge, die dort noch zusätzlich aus dem System des SGB III gezahlt werden können, zählen als Grundrentenzeiten. Näheres zum Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.